Vier neue Könige für Schleswig. Ich komm, darauf Prost. Hier. Prost. Prost, Mädels. Boah, gut in Schleswig. So, Leute. Lass uns ein wenig in Erinnerung schwelgen. Hast du was vorbereitet? Ja, pass auf. Oh Mann. Geil. Ich habe früher Musik auf Fairground gemacht, dann habe ich Olli kennengelernt, nachdem ich nach Schleswig gezogen bin und dann kam Kompliment. Ja. Der Meilenstein der Band, der wurde halt eben schon in den 90ern gelegt. Ja. Timmy und ich schon als Kiddies, zusammen mit Matze und Jojo. Kompliment ist entstanden im Endeffekt aus einer alten Handballtruppe von Jörn, Tim und mir und aus einer Bierlaune bei einer Handballabschlussfeier. Der erste gemeinsame Auftritt, allerdings hießen wir noch nicht Kompliment, das war bei Per auf einer Party. Damals waren wir noch froh, dass wir mal rauskamen aus dem Proberaum. Das erste Mal so richtig raus aus den Privatpartys, rauf auf die öffentliche Bühne, das war im Jahr 2004. Unser erster öffentlicher Auftritt als Kompliment war bei Swingy City vom Karstadt-Gebäude. Das war das erste Mal, dass wir so richtig gemerkt haben, wir erreichen das Publikum. Richtfest 2004, ganz tolles Ding. Das war unsere Richtfest-Tour. Auf 3x3 Meter rocken wir hier im Richtfest Norderhallen in Hüsby. Ja, da waren wir froh, dass wir überhaupt mal spielen durften. Oh, ich bin überhaupt nie älter geworden. Und wie man sieht, damals waren wir noch jung und dynamisch. Dafür sind wir jetzt reif und weise. Scheiß. Geil. Ja, das ist unser Gesangsverein. Unser erstes Video, unsere ersten Gehversuche, eigene Videos zu drehen. Das ist Rocken. Eigenproduktion, schön im Proberaum in Hüsby aufgenommen. Mann, war das geil im Keller. Tja, wie man sieht, damals Schwarz-Weiß-TV. Aber da sind wir jetzt deutlich weiter. Oh, das war unser allererster Bandausflug nach Dänemark. Und ganz viel Sand und Strand. Da sieht man uns über die Dünen hüpfen. Ja, das Faultier. Geil! Bin ich nicht. Bei der Arbeit. Unsere Putzfrau. Guckt sie euch an, was ist das denn für ein armer Ära, der da das Bild läuft. Gehört auch dazu. Timmy, sag mal was? Nee, Prost, meine Damen und Herren. Zwei Irre, da sitzen am Strand. Ah, Sixpack. Oh, das war unser erstes Mal in einem professionellen Tonstudio. Das war nach dem grandiosen Sieg bei SH. Haben wir eins Chlor aufgenommen. Und das passende Video dazu. Aber okay, sieht man auch dafür die Frage. Das ist das Geilste. Die Männer gehen. Gänsehaut. Das war das Geilste. Das war auch richtig geil. 2010 noch unter dem Namen Swingy City. Da gingen Leute richtig ab. Da haben wir erstmalig dann auch in Schleswig als Floor performt. Trainefete 2010. Trainefete hat uns auch. Also, wir haben die Trainefete viele Jahre begleitet. Ja, 2011 Schubi Open Air, das waren auch so mit unsere größten lokalen Events. Da sind die Leute immer richtig abgegangen, es hat richtig Spaß gemacht. Da hatten wir mal ein mega Publikum und mega viel Spaß. Ich hoffe, wir dürfen nochmal wiederkommen. Heino, Olli, Jörn. Ja, 2011, auch da wurde ein Video gedreht, auch nicht von uns, von Roger Wahlmann. Über die Entstehung unserer Jetzt wird gerockt. Tja, da kann man auch mal Moin Moin sagen. Und hier sogar in Farbe. 2014. Campingplatz im Ostfelde. Also sensationell. Ganz tolles Event. Wirklich ein Highlight. Viele Generationen feiern zusammen. Ostfelde. Das war richtig ansteckend und hat richtig Spaß gemacht, was uns dann dazu veranlasst hat, weil die sogar noch mal gefragt haben, dass wir wieder hinfahren sollen. Wir sehen uns aufs Feld. Leider haben wir kein Zelt mit. 2015, wieder mal Bandurlaub in Dänemark. Das Ganze hat mittlerweile Tradition. Ein Riesenspaß. Lustige Videos gedreht. Ein ziemlich harter Bergausflug. Ja, und auch schöne Videos gedreht.
Ja, das war ein ganz witziger Videodreh zum Song Letzte Nacht. Den findet ihr auch auf YouTube, dürft ihr gerne mal suchen. So kann es weitergehen. Auch 2017 sind wir wieder im Kreativurlaub. Wir haben ein bisschen was zum Film aufgebaut. Ein Bandurlaub ist etwas sehr Schönes, aber es heißt Bandworkshop. Es ist also harte Arbeit und das glaubt uns immer keiner. Ein Bandurlaub ist natürlich was Schönes. Ja, was ich hier mache, das frage ich mich manchmal auch. Also für 2017 oder generell für die Zukunft hoffe ich, dass wir noch ein bisschen zusammenhalten, wir vier. Dass wir noch ein bisschen einigermaßen frisch bleiben und noch ein paar ordentliche Auftritte und Gigs spielen und vielleicht sogar noch mal eine neue CD. Wir arbeiten ja aktuell schon ein bisschen. Heute sind wir reif und weise, aber deshalb noch kein bisschen leise. Wir waren schon da. Wir waren schon da. Als die Videospiele Farbe bekam, als Arschgeweih.